Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Blacktail Innocent hier bei Heisenberg Zockt. Ja, da vorne, da steht Vitalis und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, eben. Ja, aber das ist... Vitalis, das ist eure letzte Chance. Nun denn. Wieso? Keine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tatagrat! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder... Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat gesehen. So. Wow. Lukas, Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. So gut. Vernichtet ihn. Ja, das haben wir vor. Die Frage ist wie. Ich würde mal sagen, wir bräuchten mal erstmal frohes Licht verlöschen hier. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Sammle genug Ratten in einem Bereich, um einen Schwarm zu bilden. Drücke und schicke sie dann zu einer Masse an weißen Ratten, um sie zu vernichten. Okay, dafür brauchen wir das Teil hier. Ja, come on, wie schnell muss das denn gehen? Ah, das Spiel. Ich weiß doch nicht, was ich tun muss. Ich muss da erst mal lesen. Ah. Okay, aber jetzt nicht mehr die ganze Geschichte von vorn. Okay, also wir brauchen hier die neuen. Und dann müssen wir hier sammeln. Und dann schicken wir euch zum Beispiel nach da hinten. Mal gucken. Jawohl, das funktioniert eigentlich soweit. Bist du sicher? Wo sammelt ihr euch? Imperium, sammle genug Ratten. Okay, ja, ja, das machen wir ja. Da sammelt sich wieder ein Tumult. Wir brauchen Ratten. Come on, Jungs. Ja, jetzt haben wir dort wieder, dass wir Feuer löschen müssen. Wieder die neuen. Das war schon eher eng. Jetzt brauche ich hier wieder Feuer. Habe ich Feuer? Moment. Oh, oh, come on. Eieiei, okay, da muss man dann doch ein gewisses Tempo haben. Ah. Ja, okay, da müssen wir jetzt halt einfach rausfinden, wie es am einfachsten geht. Ich würde mal sagen, Feuer löschen. War nicht ganz verkehrt. Dann zurück zu unserem Kollegen hier. Oh, da ist noch Zeug. Ja, so viel darf man sein. Müssen wir mitnehmen. Oh, zu nah. Oh, 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 das war gefährlich. Wir dürfen nicht zu nah rangehen. Okay, und jetzt, ja, die Schrift, ich sehe nicht, wo ich hinschießen muss. Ja, sehr gut, Bibo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lass sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Deshalb verschlingen die Ratten. Ihr wisst gar nicht. Doch die Mafia bald alles über euch. Was ein bisschen zu nah dran ist, gefährlich. Begriff seines Verkackens voller Chaos. Gib uns unsere Mutter wieder. Sie kommt, Mama.
Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar klappt. So. Warum? Ich kann dort nicht löschen. Was ist das denn komisches? Eieiei. Oh, wie gefährlich. Oh, wie gefährlich. Da hinten kommen schon die Nächsten. Ich glaube, ich muss das Feuer löschen, sonst wird das nichts. Da kommen schon wieder welche. Okay, habe ich jetzt die Muße? Jawohl, jetzt geht's. Boah, das war wieder eher knapp. Aber wenn jetzt kein Häufchen mehr kommt... Mama! Puh! Aha, okay, das ist eine Attacke von ihm. Ja, das muss man auch erst wissen. Also irgendwie muss das doch gehen. Okay. Er macht Türmchen, wir machen die Fliege. Ja, jetzt mal in die Richtung. Und jetzt aber wieder zurück. Ja, ja, eher weg, Hugo. Keine Panik, das schaffen wir schon. So, jetzt wärst du dran. Ja, und jetzt Steinchen. So, sobald er da seine Rübe freilegt. Ah, nicht daneben schießen. Glück gehabt. Es reicht halt noch nicht. Aber das ist schon interessant. Irgendwie. Der größte Ritter. Ein Steinchen. Bumm, tot. Aber der alte Greis, der hält hier durch. Als selbst kein Morgen mehr. So, jetzt mal ein bisschen weniger reden. Konzentrieren, Herr Heisenberg. Okay. So, Feuer löschen. Go! Sehr schön. So, zweimal geht leider nicht, dass man zweimal schießt. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. Und auf zur dritten Runde. Türmchen oder Wühlmäuse? Türmchen. Jetzt kommen die Wühlmäuse. Okay, die platzieren wir irgendwie hier. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen? Man muss ein richtiges Layout entwickeln. Also sprich, dass man sich eben nicht den Weg zumacht. Irgendwann hat man sonst keinen Platz mehr. Oh, und genau das. Ah, das war jetzt genau nicht ideal. Jetzt habe ich mir dort natürlich zugemacht. Jetzt kommen wieder die Wühlkollegen. Die können wir hier platzieren. Und nochmal Türmchen. Okay, das würde eigentlich reichen. Oh, ja, hab's gerade gesehen. Ah, jetzt habe ich das Feuer vergessen. An was man hier auch alles denken muss, sag mal. Ach, weg von ihm!
kommt gar nicht dazu, das Feuer zu löschen. Hier ist dermaßen viel Trouble. Ja, oh, ich habe keinen Platz mehr. Oh, aber nicht doch von hinten. Was war das denn jetzt? Come on. Ah, puh, ja, das ist, habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt bei dem Spiel, nicht ohne. Also teilweise. Gut, nochmal. Jetzt aber wirklich mal mit weniger reden, konzentrieren, weil sonst wird das hier überhaupt nichts. Jo. Na, das passt doch. Wir brauchen ein Steinchen. Er hat keine Ratten mehr, die ihn beschimpfen. Nein! Nein, das ist unmöglich! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Der, das ist im Blut! Was für ein stabiler alter Mann. Unglaublich. Das Feuer. Ah. Okay, ist das Runde 2 oder 3? Nee, das war Runde 2, glaube ich. Okay, letzte Schandtat. Was hat er gerochen? Ja, man muss immer haargenau gucken, wo man hinrennt, sonst macht man sich den Weg zu. Nicht ansehen, löschen. Ah, und jetzt sind doch wahrscheinlich die Ratten wieder im Weg. Ja, das wird nicht klappen. Ja. Man muss das Feuer irgendwie eher löschen. Sonst funktioniert das nicht, weil sonst, wenn man das Feuer löscht, dann kommen die Ratten, die weißen von links und rechts und man den Weg zu. Na, da haben sie sich aber was ausgedacht hier als Schlusskampf. Oh. Ja, ja. Also irgendwie müssen die Sachen, also die Ratten, die müssen außen sein. Das war hier irgendwie jetzt, genau. Von hier aus warten, rennen, sobald der Boden bewegt.
jetzt das Teil hier hin. Feuer ausmachen. Jetzt hier hin mit dem Teil. Das von unten kommt mit den Wühlmäusen. Oh nö, come on. Oh nö. Da muss man immer wieder von vorne anfangen. Ah, okay. Ja, ich sag ja aber auch, ich rede jetzt ein bisschen weniger und konzentriere mich und dann rede ich eben doch wieder. Also jetzt, ich konzentriere mich. Also ich versuch's. Nimm dies, Unhold! Ja, geht halt tatsächlich nicht zweimal. Lasst uns Einmal noch. Jetzt aber. Jawohl. Wow. Okay. Ja, das war also A Plague Tale: Innocence. Ich weiß, dass nochmal was kommt. Das ist ja noch nicht ganz zu Ende. Aber das dauert jetzt ein Momentchen. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Der Hammer. Der absolute Hammer. Dafür, dass das kein Triple-E-Produkt ist, sondern wirklich... Ja, eine kleine Firma ist es auch nicht, aber es ist halt nicht irgendwie ein Designerstudio oder ein Entwickler... Ein Designerstudio, weil da Design steht. Ein Entwicklerstudio, das irgendwie da 100, 200 Millionen reinbuttern kann in so ein Spiel, sondern die sind natürlich schon bedeutend kleiner und was sie dafür geschaffen haben. Alleine was die Synchro angeht, das ist teilweise wirklich komplett lippensynchron. Und das gibt es bei großen Spielen, ja, wie soll ich sagen, auch eher selten. Das weiß man mittlerweile. Ansonsten Level-Design extrem gut. Die Story auch mehr als nur gut, definitiv.
das Gameplay ein bisschen repetitiv, aber ja, durchaus fordernd, wie man jetzt gerade gesehen hat. Vor allem mit Zunahme der Spielzeit. Die Grafik einfach superb, die Gesichter sehen sehr gut aus. Und ja, im Großen und Ganzen wirklich, ich muss sagen, eines der besten Spiele der letzten Zeit, definitiv. Gut, jetzt muss ich gucken, wie lange das hier dauert. Ich weiß auch nicht, was kommt, ich weiß nur, dass nochmal was kommt. Vielleicht irgendein Familienfoto vor dem Schloss oder so, keine Ahnung. Wir werden es gleich wissen. Aber eben, ja, ich hätte das Spiel nicht so stark erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste ungefähr, um was es geht. Ich wusste ungefähr, dass es eine gewisse Qualität haben muss. Aber das Spiel hat mich dann doch immer wieder mal überrascht. Eben auch, was wirklich auch, wie soll ich sagen, die Landschaften etc., wie die halt ausgesehen haben. Einfach nur superb. So, besonderen Dank an ISM etc. Und jetzt, glaube ich, kommt tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, eben Familienfoto oder so. Ah, Kapitel 17, Füreinander. Es kommt noch mal ein ganzes Kapitel, echt jetzt? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest kein langes. Weil eigentlich ist das Spiel ja durch. Oh, 3 Tage später. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Februar 1349. Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Mhm. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Ja, das sollte doch eigentlich eine leichte Übung sein. Nein, okay. Das war kein Ziel. Man sollte schon die Ziele treffen, sonst wird es dann doch eine schwere Übung. Na, da. Nicht übel, gar nicht übel. Da, bitte, hier hast du einen Apfel. Glückwunsch, Amicia. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke, ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt, Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Oh oh. Die Geächteten. Komm ich hier vielleicht doch? Nein, geht nicht. Hätte sein können. Oh oh. Okay. Wir werden gesucht. Von irgendwelchen Herren. Man kann ja mal ahnen. Oder man kann sich vorstellen, wer das ist. Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Schummeln! Schummler! Spalter! Er ist aber recht schnell hier, der kleine Mann. Du schlägst mich nicht. Naja, wir lassen ihn auch gewinnen. Brems mal ein bisschen. Schon gut, ich weiß gar nicht, ob man den wirklich schlagen könnte. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut.
Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an. Ja, ein sehr schöner Schluss für ein irgendwie eben auch sehr schönes Spiel. Vergesst nochmal die ganzen Ratten. Dann war es dann wirklich einfach ein sehr schönes Spiel. Ja, und da fahren sie von dann. A Blacktail Innocent. Dann haben wir das auch durch. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das Spiel großartig. Ich würde es glatt nochmal spielen und deswegen hoffe ich, dass vielleicht irgendwie sogar ein Teil 2 rauskommt. Das hängt halt immer damit zusammen, ja, wie kommerziell, also wie erfolgreich ist das Ganze kommerziell, und das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich leider nicht. Ich gönne dem Spiel, wenn es wirklich viel Geld umsetzt, weil dann eben auch ein Teil 2 erscheinen könnte oder erscheinen wird. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir, und dann sehen wir uns hoffentlich, ja, demnächst in einem anderen Video wieder. Danke fürs Zusehen, bis demnächst. Tschüss.